Ich habe da noch einen Captain Obvious, den ich noch draufsetzen möchte, den ich auch sehr wichtig finde. Wenn wir über Kommunikation sprechen, ist einer der wesentlichen Punkte, das Zuhören ist eigentlich quasi das Wichtigste von deinem Kommunikationsskills. Und wir sehen das so oft, dass einfach das übergangen wird im Wesentlichen. Ja, du kommst eben da rein in deinen Schuh fix und dann laber, 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 laber. Und dann irgendwie so, hat noch irgendwer Fragen. In dem Moment ist eh schon jeder komplett. Und dann so gibt es komischerweise keine Fragen und dann raus. Und dann war das sinngemäß ein Monolog von, sagen wir, einer Dreiviertelstunde. Und meistens fühlen sich dann beide schlecht. Ne? Die Mitarbeiter denken sich, hat er mal wieder Dampf abgelassen oder sie oder wie auch immer. Und du als Führungskraft bist unzufrieden, weil du irgendwie schon ein bisschen mehr Feedback gern gehabt hättest, ein bisschen mehr einfach, du spürst sozusagen diese Abneigung dann oft und dieses Zurückziehen der Teammitglieder und das fehlt dir dann einfach und deswegen hast du auch so ein bisschen ein komisches Gefühl, je nachdem, wie sehr du dich dem halt öffnest, ja. Und all das würde sich lösen mit Zuhören, ja, und Zuhören inkludiert, dass du nicht redest.